du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Naja, ich hab was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Wie wär's also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Gefährlich? Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen, sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Das zeige ich dir gleich, aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Oh, klasse! Ich wusste, dass du Ja sagen würdest. Komm mit! Schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Klar. Ja. Vielleicht habe ich das. Ja. Aber euch werde ich sicherlich nichts erzählen, Mondhaut. Ich weiß doch, wie euresgleichen gestrickt ist. Wenn es nach mir ginge, würde euer Land nicht zur zivilisierten Welt zählen. Jetzt verschwindet. Nur zu Leuten eurer Sippe. Jetzt lasst mich in Frieden.